Ich hatte keine Lust auf Schule, sage ich ganz ehrlich, ja, weil ich sehr lange schon raus bin. Und ich habe mir jetzt aber gedacht, egal, ich muss einen Abschluss haben, damit ich im Berufsleben vorankomme und meine Ziele erreichen kann. Da kam Herr Meier zu mir, hat mir alles gezeigt. Und nicht nur, weil er es muss, sondern weil er es wollte. Er wollte, dass ich was schaffe und was ich mache. Ja. Und es macht mir mega Spaß, hierher zu kommen, jedenfalls. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal vom Jobcenter Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Und ihr wisst, wir haben Corona-Zeiten. Ich kann leider nicht in das Gebäude rein, aber ich kann mich draußen mit der Jana treffen. Grüß dich erstmal. Du arbeitest schon länger hier für das Jobcenter, ne? Ja. Ich bin hier im Bereich Maßnahmekoordination, im Bereich für die Jugendberufsagentur und das Jobcenter für die jungen Menschen bis zum 25. Geburtstag zuständig. Ja. Das heißt, wir betreuen hier sozusagen die Projekte, die wir für die Jugendlichen anbieten. Jetzt müssen wir aber gleich mal mit diesem Wort Maßnahme aufräumen. Ich habe auch beim ersten Mal Maßnahme heißt, oh Gott, da werden die Leute, die müssen irgendwas tun, ja, weil sonst werden denen Gelder gestrichen. Das ist es aber gar nicht. Wir müssen damit mal aufräumen. Maßnahme bedeutet nämlich eigentlich was? Also es ist nicht einfach da, jemanden zu beschäftigen, sondern es geht insbesondere bei den jungen Menschen darum, dass sie ausprobieren können, praktisch arbeiten können und auch an den Arbeitsalltag herangeführt werden. Okay, und dann guckt ihr einfach und dann sagt ihr, das haben wir. Und dann können sie irgendwo praktisch alles mal so ein bisschen reinschnuppern, ne? Und auch wissen, wohin geht der Weg. Ja, und auch quasi strukturiert unter fachlicher Anleitung lernen, auch zum Beispiel Konflikte, die ersten auftretenden Konflikte am Arbeitsplatz. Dort sind ja auch mehrere junge Menschen zusammen, ja, gegebenenfalls auch lernen, das zu lösen. Und das Gute ist, bei jeder Maßnahme haben wir auch Sozialpädagogen vor Ort. Das heißt, für jeden jungen Menschen, der vielleicht am Rande auch das ein oder andere kleine Problem zusätzlich mit sich trägt, dem kann dort geholfen werden. Das ist richtig sinnvoll. Und sag mal, du hast ja wahrscheinlich was für mich ausgedacht. Was darf ich heute kennenlernen? Genau, also wir haben hier im Jobcenter Tempelhof-Schöneberg im Moment 4 verschiedene Arbeitsgelegenheiten für die jungen Menschen und du kannst wählen, oh, ob du zum Beispiel etwas mit Nachhaltigkeit machen möchtest, also aha, aus alt macht neu, oder ob du zum Beispiel an der frischen Luft lieber arbeiten möchtest, dann ja, schicke ich dich ins Grüne, oder ob du dir was anschaust im handwerklichen Bereich mit den Materialien Holz und Stoff oder an Fahrrädern zu schrauben. Also ich glaube, jeder würde jetzt vermuten, dass ich irgendwas im Grünen machen will, weil ich liebe Gartenarbeit, aber das kenne ich ja schon. Ich glaube, ich würde irgendwie sowas Handwerkliches gerne machen, da bin ich noch nicht so gut drin und ich glaube, das würde mich interessieren. Okay, dann habe ich was Schönes für dich und zwar schicke ich dich dann heute zum Träger Hiller in die Kreativwerkstatt. Okay. Das ist super dort. Gut, da sind auch junge Leute, auch jetzt während Corona. Genau. Das wird alles Corona-konform, können die arbeiten und machen, ja? Fleißig ganz tolle Sachen hergestellt, die dann an die Kitas im Bezirk gegeben werden. Denn bei den Arbeitsgelegenheiten ist es ja auch so, dass es im Endeffekt gemeinnützig sein muss. Toll. Und die Kinder freuen sich drüber. Also das gucke ich mir an. Super. Ich sage ganz lieben Dank, bleib schön gesund. Gleichfalls. Na, bis danke, bald. Danke, Jana. Tschüss. Tschüss, Vera. So, hier in dieser Maßnahme, es hört sich erstmal wieder gewaltig an, da treffe ich auf junge Erwachsene. Alle unter 25, die werden hier bei kreativen Tätigkeiten auf das Berufsleben vorbereitet. Und das Gute ist, diese Maßnahme, das ist jetzt kein Zwang oder irgendwie eine Bestrafung, diese Maßnahme wird auch bezahlt. Kommt mal mit. Hallo. Hallo. Hallo, grüße Sie. Hallo. Bianca Hiller. Vera Infin, freut mich sehr. Sind Sie hier die Chefin? Ja, ich bin hier die Leiterin der Einrichtung von der Hiller Bildung und Beratung. Und wir waren super aufgeregt und freuen uns, heute hier mal Ihnen alles zu zeigen. Frau Hiller, Sie arbeiten ja mit dem Jobcenter zusammen. Das heißt also, wenn der Sachbearbeiter im Jobcenter einen jungen Menschen hat und sagt, pass mal auf, dir sind ein paar Strukturen verloren gegangen, wie wäre es denn mit einer Maßnahme, dann ist das gut gemeint, dann ist das ja nichts Böses. Durchaus. Ja? Und dann arbeiten Sie zusammen und wenn die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, es sind ja nicht nur Jugendliche, unter 18, sondern vielleicht auch über 20, mhm, wenn die zu Ihnen kommen, wo setzen Sie da an? Wir besprechen gemeinsam, was denjenigen hier erwartet. Wir zeigen ihnen, welche Abläufe, welche Strukturen bestehen. Wir führen auch an die anderen Maßnahmeteilnehmer heran, sodass da vielleicht auch der eine oder andere Kontakt schon besteht, dass die grundsätzlich, dass der Jugendliche für sich erkennt, okay, das ist eigentlich eine ganz dufte Truppe, ja, und ich kann für mich persönlich jede Menge mitnehmen. Ich höre auch schon, weil hier ist lautes Lachen, das ist jetzt praktisch hier, wenn wir mal kurz zurückgehen. Hallo, hallo zusammen, hi, grüßt euch. Alles gut bei euch? Ja. Ja, wunderbar. Hier sehe ich schon
Jugendliche, junge Erwachsene, ja, die ganz beschäftigt, aber die strahlen alle. Das heißt, es kommen junge Menschen hierher und Sie führen sie so ganz langsam, ich sage immer, an die Regeln ran, dass man morgens, hallo, dass man morgens aufsteht, dass man pünktlich irgendwo erscheint, genau, dass man seine Stärken rausfiltert, was man später mal beruflich machen will. Wir wollen eigentlich den jungen Leuten, ich sage mal, unter die Arme greifen und sagen, ihr habt so viel Potenzial, wir können euch dabei unterstützen. Die Arbeit mit den Jugendlichen ist für uns eine absolute Herzensangelegenheit. Ja. Das ist unsere Zukunft. Wir können, ja, ich sag mal, so viel noch bewegen und so viel beeinflussen. Und da haben wir einfach auch ein starkes Kollegenteam hier bei uns, die so viele unterschiedliche Bereiche mit abdecken, die Zeit haben, wirklich alle persönlichen Anliegen auch zu begleiten. Super. Und ich muss das auch nochmal an der Stelle wiederholen. Also auch wenn das vielleicht jetzt über die Kamera und unseren Mundschutz gar nicht so mit diesem Engagement rüberkommen kann, aber genau das ist es. Kein Mensch ist verloren und kein Mensch muss alleine sich für irgendwas schämen, sondern man muss nur diesen ersten Schritt machen und sagen, okay, das ist keine Bestrafung, sondern hier kriege ich eine Chance. Und Ziel ist es dann, ach guck mal, hier ist eine Fahrradwerkstatt. Genau. Ziel ist es, die Leute, die jungen Menschen in eine Ausbildung zu bringen. Richtig. Ja, richtig. Genau. Hier wird auch gearbeitet? Ja, genau. Also wir haben, ich sag mal, drei unterschiedliche Bereiche den jungen Leuten anzubieten. Wir haben gesagt, dieser trockene Maßnahmecharakter, das hilft nichts, ne? Genau, da brechen sie uns weg. Da wollen wir andere Wege gehen. Und man hat Gott sei Dank vom Jobcenter aus eine Möglichkeit ins Leben gerufen, dass man gemeinnützig tätig werden kann und obendrein noch richtig gutes Geld bekommt. Also die Jugendlichen erhalten hier 3 Euro die Stunde. Dann gucken wir doch mal bei so einem Projektleiter oder Lehrer oder der das... Gerne. Ja? Ja, super. Sehr gerne. Klopf, klopf, hallo. 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 Sie sind hier mein Kreativprojektleiter oder wie nennt man das? Ja, das ist also, der nennt sich offiziell auch fachlicher Anleiter. Ja. Auch mit pädagogischem Hintergrund. Ja. Ich komme also aus der Branche, ich habe also Metallbau gelernt, Holzbau, Messebau habe ich 11 Jahre gemacht, europaweit. Ja. Und habe also schon viel mit Jugendlichen und Auszubildenden zu tun gehabt. Was machen Sie hier genau? Das ist ja nicht der einzige Raum. Ich habe ja gesehen, da sind noch mehr Räume. Also wir haben also 3 Projekte hier. Das ist einmal die Holzwerkstatt. Was hier in der Holzwerkstatt hergestellt wird, wird dann in der Kreativwerkstatt kreativ bearbeitet. Das heißt farblich gestaltet. Und dann haben wir auch noch die Fahrradwerkstatt, wenn da einer Lust zu hatte. Wir hatten mal einen Teilnehmer, der wollte Fahrradmechatroniker werden, der konnte sich da richtig austoben. Okay. Das heißt, bei der Fahrradwerkstatt sagen wir immer, das ist nicht nur Fahrradputzen, sondern das Fahrrad komplett zerlegen, neu aufzubauen etc. Okay, also das heißt hier, Sie arbeiten täglich mit den jungen Leuten, ja? Und es ist so ein bisschen, dass Sie an die Struktur rangeführt werden, dass Sie Aufträge erledigen oder was ist hier also Sinn und wir Zweck? Wir arbeiten hier eigentlich wie eine kleine Firma. Wir kriegen also Aufträge für gemeinnützige Institutionen wie Kitas, Lebenshilfe, Schulen und dann besprechen mit den Teilnehmern, wie das also ausgeführt wird, was gemacht wird etc. Die können ihre eigenen Ideen mit rein. Ich will mal eben ganz kurz fragen, Jungs, macht es denn Spaß hier? Unglaublich viel Spaß hier, sag ich Ihnen so. Wirklich? Verdammt viel Spaß, sonst wäre ich nicht jeden Tag hier. Die anderen genauso. Ist es so? Es ist überhaupt. Weil ich mir gedacht hätte, so als junger Mensch, boah, da kriegt man dann vom Jobcenter gesagt, jetzt gehst du mal in eine Maßnahme und so. Ich hätte erst mal gedacht, dass man keinen Bock drauf hat. Ja, also man ist skeptisch, man hört die Maßnahme, was kommt jetzt auf mich zu? Genau, ne? Ist immer so. Ich kam hierher, dachte ich mir so, ja, Maßnahme, ich war sehr unsicher. Wirklich sehr unsicher. Ich kam hierher, habe mich eingelebt, in einer Woche, ich war drin. Aber das ist toll, dass du das sagst, weil ich denke mir immer, wenn man mir als jungen Menschen gesagt hat, jetzt machst du das, da hätte ich gesagt, kein Bock, was wollen die von mir? Ich wäre total anti gewesen. Kann ich verstehen. Ja. Aber als ich herkam, war ich genau die gleiche Einstellung wie Sie. Ja. Ich kam hierher, kein Bock, da kam Herr Meier zu mir, hat mir alles gezeigt. Und nicht nur, weil er es muss, sondern weil er es wollte, er wollte, dass ich was schaffe und was ich mache. Ja. Und es macht mir mega Spaß. Ja, es kommt jeden Tag. Finde ich super. Wie lange machst du das hier schon? Ich bin schon seit 3 Monaten hier. Okay. Und dann versuche ich in deine Ausbildung einzusteigen sozusagen. Klasse. Ja. Hast du schon eine Idee, welche Art von Ausbildung? Also ich habe überlegt, als Bibliothekar zu arbeiten. Ich habe Bock, ich habe Lust, wirklich in einer Bücherei zu arbeiten. Ach, toll. Meine Sache. Ich mag es, mit Büchern zu arbeiten. Ich bin auch sehr in Büchern rum und so. Warum nicht? Habe ich Lust drauf. Finde ich klasse. Also ich drücke dir alle Daumen, und ich bin total froh, dass du so ein Beispiel bist, der sagst, nee, eigentlich keinen Bock, ne? Aber eigentlich ist es doch ganz cool. Ja, so. Man kriegt ein bisschen Struktur, man merkt, die Leute sind nett und man gewöhnt sich schon so an Arbeitsabläufe. Ja. Ne? Besser geht's nicht. Also ich kann nicht erst gar nicht in Worte fassen, wie gut diese Maßnahmen sind. Ich war in mehreren Maßnahmen. Ja. Ich war wirklich zwiegespalten. Die eine war gut, die eine war nicht so gut, aber hier
kann ich alles sagen, dass es gut ist. Großartig. Besser geht es nicht. Die Kollegen helfen mir, wo es geht. Weil sie es wollen. Die wollen mir was zeigen. Die geben mir, was sie gelernt haben von anderen, die geben mir weiter und ich gebe es dann weiter an die Nächsten. Ja. Und immer so eine Struktur sozusagen. Also ist doch eigentlich ein Top-Beispiel, ne? Das ist eigentlich was, was ich auch vor. Unser Ziel ist, die Leute zu motivieren. Ja. Ich sage jedem, der hier anfängt, wir werden euch zu nichts zwingen. Ja. Sondern ich möchte euch motivieren, Eigeninitiative, Eigenengagement zu entwickeln und das aus Eigenantrieb herzustellen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und das kann ich auch nur allen sagen, die jetzt zugucken. Gerade bei jungen Leuten, wir vergessen ganz oft, ich bin jetzt auch schon alt, wir waren auch mal jung, wir haben uns auch nichts sagen lassen. Und wenn dann ein Älterer kam und hat gesagt, du musst das machen, da habe ich damals immer gesagt, auf gar keinen Fall, ich mache meinen Weg. Und wenn Sie hier über eine zweite Chance lernen, das über Freiwilligkeit und ein bisschen mal den Horizont erweitern, das eigentlich ganz einfach und gechillt ist, dann ist das eine Top-Maßnahme. Ja? Also bin ich echt begeistert. Also alles, was Sie hier also sehen, das, hier das, zum Beispiel, das sind Scherenblock. Ja? Das heißt, wir produzieren immer einen Teil mehr, um auch was zu zeigen. Weil richtig. Leute was ansehen. Und also, hier das Spiel wahrscheinlich das auch, das Spiel oder? Ist auch. Wir haben also zwei Mensch ärgerlich Spiele ausgeliefert. Die Figuren haben wir selbst entworfen. Können wir da auch reingehen? Aber klar, ja? Selbstverständlich. Okay. Hallo zusammen. Was wird hier genau gemacht? Also hier wird, also was wir drüben in Holz herstellen, wird dann hier kreativ bearbeitet. Wichtig ist, dass die Leute hier sich auch wichtig fühlen, dass sie also was Sinnvolles machen und so weiter. Ja. Sind viele dabei, die gesagt haben, wenn die Kunden das abgeholt haben, wir sind noch nie gelobt worden. Ich habe gedacht, Maßnahme heißt, da kommen dann 50 Leute, die müssen irgendwas machen, was keinen Sinn und keinen Verstand das hat. Das ist das Schlimme von dem Wort Maßnahme. Es ist eigentlich nicht so, weil ich auch gesagt habe, für mich ist auch, oder für uns ist auch sehr wichtig, dass die Atmosphäre stimmt. Das heißt, das ist sehr wichtig und man soll sich hier wohlfühlen. Ja, das merke ich ja. Und nebenbei machen wir noch was Produktives. Ja, das merke ich ja, dass das hier alles mit sehr viel Liebe und Respekt und der Umgang miteinander, dass das hier gut läuft. Sag mal, für dich ist diese Maßnahme, macht die Sinn für dich? Ja, für mich macht sie schon Sinn. Mir hat es zum Beispiel geholfen, dadurch, dass ich halt wieder normal Lebensrhythmus reinkriegen musste. Hattest du keinen? Nee, ich habe eine lange Vorgeschichte hinter mir und ja, deswegen habe ich mich entschlossen, freiwillig in die Maßnahme zu gehen. Also es kam von dir aus, das ist nicht vom Jobcenter, dass die gesagt haben, du gehst jetzt hierher? Ich habe gefragt bei meinem Fallmanager und habe gefragt, ja, haben Sie was für mich? Weil ich möchte natürlich auch nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen, bin ich nicht so. Ja. Und dann hat er mir die Maßnahme vorgeschlagen. Ich bin dann hergekommen und dann knapp eine Woche später habe ich dann angefangen. Okay, und wie lange bist du jetzt hier? Müsste jetzt ein Jahr sein. Hast du eine Schulausbildung? Ja. Ja? Ja, ich habe Realschulabschluss, also mittlere Reichweite. Hast du irgendwann schon mal irgendwo gearbeitet? Ich habe viel gearbeitet, ja. Ja? Ja. Ich habe schon, ich habe eigentlich seitdem ich aus Schule raus bin, immer schon ein bisschen gearbeitet. Immer so kleine Sachen. Ja. Und, aber noch keine Ausbildung. Deswegen ist das Ziel, das jetzt endlich meine Ausbildung anzufangen. Ich habe 2 Jahre in der Produktion gearbeitet. Mhm. Dann halt da, mal da, mal da. Aber ich denke mir nur so, dass was Festes halt besser wäre für mich. Also erstmal danke ich dir für die Offenheit und ich finde, sie ist das perfekte Beispiel. Ja, dass man sagt, da gab es so ein paar Umwege. Ich habe zwar immer gearbeitet, aber irgendwie auch nie eine Ausbildung gemacht. Und jetzt zu sagen, nee, ich will mich jetzt strukturieren, ich will jetzt auch mal durchhalten, ich habe schon ein Ziel, ich habe einen Wunsch und dass man da einfach weitermacht, finde ich klasse. Also viel Glück wünsche ich dir. Hallo! Wir haben noch gar nicht geredet, ne? Nein. Nein. Und hätten Sie was dagegen, wenn wir an die frische Luft gehen? Weil ich muss auslüften. Sehr gerne. Machen wir das? Ja. Alles gerne. Klar. Sie sind ja sozialpädagogische Fachkraft, habe ich das richtig gesagt? Genau. Ja, und Sie kriegen ja wahrscheinlich noch mehr mit von den Jugendlichen. Sollen wir uns hier rüberstellen, dann können wir auch mit Abstand, glaube ich, die Masken mal abnehmen. Gerne. Ja. Was ist denn genau Ihre Aufgabe? Ich gehe mit den Jugendlichen meist in 1:1 Gesprächen, führe Unterstützungsangebote durch, also bearbeite besonders die Konflikte der jungen Menschen, unterstütze beim Bewerbungsschreiben oder begleite sogar zu externen Terminen. Geht das denn schnell, dass die jungen Leute sich öffnen oder sagt man, die brauchen schon so 4, 5, 6 Wochen, bis sie so, ich sag mal, Vertrauen gefasst haben, ja, dass die sich auch öffnen? Ich gucke mal, also versuche wirklich von Tag 1 wirklich eine Beziehung herzustellen, dass die jungen Leute mich wirklich kennenlernen, dass ich auch von mir ein bisschen von meiner Laufbahn erzähle. Wir kommen wirklich ja, auch so einfach ins Gespräch. Und bei dem 1:1 Gespräch, geht es da richtig ans Eingemachte? Ja, oftmals. Also wir warten natürlich, ob die Menschen auf uns zukommen, uns wirklich direkt ansprechen. Es gibt natürlich auch da, manche haben Erfahrungen gesammelt, die waren bisher nicht positiv.
gucken wir natürlich. Klar, das muss ja individuell für jeden passen. Ne? Genau. Super, dann ich weiß ja, dass nachher so ein Gespräch stattfindet und ich weiß ja auch, dass ich dabei sein darf. Gerne. Ja? Genau. Also da freue ich mich drauf, dann gehen wir mal hoch und führen das Gespräch, weil ich glaube, das ist immer das A und O, dass man individuell auch den Menschen kennenlernt, dass man wirklich weiß, okay, dieser Mensch hat das und das erlebt, deswegen ist der Weg bisher so gelaufen und dass man nicht immer nur sagt, schwarz und weiß, warum gehen die nicht sofort alle arbeiten nach der Schule? Und durch so eine Maßnahmen haben die Kinder dann, ich sag mal Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, dann wirklich die Chance, über die dritte oder vierte oder von mir aus auch fünfte Chance, wirklich wieder eine Integration im Berufsleben zu haben. Ne? Genau. Ja, super. Jessie, du hast mir erlaubt, dass ich bei eurem Gespräch dabei bin. Ja. Führt ihr so Gespräche öfters so alleine? Ja. Ja? Mhm. Wie bist du hierher gekommen? Durchs Jobcenter. Ich habe zwei Sachen vorgeschlagen bekommen und ich habe mich für die Maßnahme hier entschieden. Okay, also und als sie das vorgeschlagen haben, war das dann bei dir so ein Juhu oder war das eher so? Das ist meine erste richtige Maßnahme. Also ich wusste nie, was auf mich zukommt. Aber ich hatte schon Lust, ja. Und hast du schon mal vorher gearbeitet oder warst du schon mal irgendwo angestellt? Leider nicht, nein. Nee? Nee. Das heißt, du hast Schule gemacht? Ja, dann bin ich Mutter geworden. Ach, du hast schon ein Kind? Ja, deswegen war ich halt beruflich nicht so tätig. Ja, okay. Und jetzt, nachdem alles Grobe sozusagen vorbei war, habe ich dann mich entschlossen, eine Maßnahme zu machen. Mhm. Und dann, ja, jetzt mache ich im Januar meinen Abschluss, meine Schule. Deine Schule. Mhm. Machst du das jetzt gerade so nebenbei, die Schule? Oder? Nee, die fängt jetzt an, wenn ich hier raus bin. Aha, und was machst du dann für, hast du überhaupt einen Schulabschluss schon gemacht? Nee, noch gar keinen. Aber ich habe mein eigenes Ding gemacht damals. War nicht richtig, aber dadurch, dass ich ja Mama bin, brauche ich halt was für mein Leben. Ich will halt auch Vorbild sein und so. Und deswegen mache ich jetzt mein Weg. Du bist so jung und du kannst wirklich ja noch alles werden in diesem Leben, ne? Und auch jeden Beruf erlernen. Und auch, ich finde das toll, dass du jetzt wieder zurückgehst zur Schule, weil ich glaube, dieser Punkt, du willst Vorbild sein für dein Kind, ist schon wichtig. Ne? Ja, war auch sehr schwer. Ich wollte die ganze Zeit eigentlich gar nicht mich nochmal auf die Schule. Also ich hatte keine Lust auf Schule, sage ich ganz ehrlich, weil ich sehr lange schon raus bin. Und ich habe mir jetzt aber gedacht, egal, ich muss einen Abschluss haben, damit ich im Berufsleben vorankomme und meine Ziele erreichen kann. Hast du dann schon so eine Idee, wo es danach hingehen könnte? Verkäufer. Ja? Ja, weil da kann ich ja überall hingehen, wo ich will. Ich will erstmal meinen Abschluss machen und dann gucken. Eigentlich muss ich sagen, finde ich, bist du ein Vorbild. Weißt du das? Danke. Finde ich jetzt wirklich, weil jemand, der so jung Mutter geworden ist und der auch sagt, na, eigentlich hatte ich keinen Bock mehr auf Schule, weil es war damals schon nicht mein Ding, jetzt aber einfach sagt mit 25, nee, ich ziehe das jetzt nochmal durch, brauche einen Abschluss und dann eine Ausbildung. Eigentlich, finde ich, bist du ein Vorbild. Danke. Ja. Super. Also hat dir die Zeit hier wirklich was gebracht? Ja, ich finde es gut hier, ja. Weil du gehst hier raus, nicht, also du beendest die Maßnahme nicht mit und also bleibst dann zu Hause, sondern du gehst hier raus mit einem Ziel. Ja. Also entweder machst du eine Ausbildung oder du machst Schule oder was auch immer du dir gerne wünschst. Und man merkt halt auch, dass das denen hier wichtig ist. Also die gehen auch auf dich ein und die sorgen auch dafür, dass wir das machen. Klar kann man Leute nicht dazu zwingen, aber im meisten Fall ist das ganz gut. Also kann ich nur sagen, Respekt. Ja, ich gucke da mit ganz anderen Augen drauf jetzt. Also das habt ihr mir auch beigebracht, auch die jungen Leute, ja, die ganz offen waren und sagen, erstmal nicht, aber dann klasse und ich möchte gerne hierbleiben. Also, Ich habe es auch nicht gedacht, dass das so cool ist. Ja, ich habe echt viel gelernt heute von euch. Danke. Toll. Also für mich war das heute wieder ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil ich habe einen Mehrwert gehabt. Ich habe gemerkt, hier gibt es Fachkräfte. Hier gibt es junge Leute, die vielleicht am Anfang noch nicht genau gewusst haben, wo muss ich hin, wie geht das? Die kriegen dann so eine Maßnahme und merken, hey, hier sind Menschen, die mich ein Stück weiterbringen und ich nehme das auch an. Und ich habe ganz, ganz viel erfahren und sage immer, Leute, es ist egal, man darf mal scheitern im Leben, man darf auch mal Umwege machen, man darf auch zwei, dreimal auf die Nase fallen. Wichtig ist, dass man weitermacht und wichtig ist auch, dass man irgendwann begreift, Maßnahme ist jetzt nicht irgendwie eine Diskriminierung oder eine Strafe oder irgendwas Böses, sondern eine Maßnahme kann dein nächster Schritt sein, ja, zu einem ganz erfolgreichen Berufsleben. Also, ich fand's durfte. Schönen Dank, bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank, ja? Tschüss. Tschüss. Tschüss.